Hallo und herzlich willkommen zum 64. netzpolitischen Abend hier in der C-Base. Alles heute Abend wird aufgezeichnet und gestreamt. Das bedeutet, dass falls jemand bei der Fragerunde ein Problem damit hat, aufgezeichnet und gestreamt zu werden, sollte der unter das Eingangsportal gehen oder hinter die Kamera und dann hat er keine Probleme. Es gibt auch wieder einen Hashtag und zwar das Hashtag NPA064. Also falls ihr euch im Internet beteiligen wollt, dann könnt ihr das gerne darüber machen. Es gibt 4 Vorträge, der erste von John Weizmann über den Digitalomat, dann die Open Source Networks in Brasilien von Peggy Seilop, dann Neuigkeiten zum Prototyp von Elisa Lindiger und Software Freedom Day. Unser erster Vortragender ist Erik Weizmann, er ist Mitglied bei der Wikimedia und referiert für Politik und Recht und außerdem ist er auch Mitglied der Digitalen Gesellschaft hier in Berlin und erzählt uns etwas über den Digitalomaten. Dieser wurde von der Koalition Freies Wissen gebaut, welches unter anderem aus dem Bündnis Freie Bildung, der CCC und der Free Software Foundation Europe besteht. Kann dann gerne hochkommen. Ja, vielen Dank. Und vielen Dank an die DigiGuests für die Einladung. Ja, ich bin John Weizmann, ich bin bei Wikimedia Deutschland zuständig für Politik und Recht. Also ich bin vor allen Dingen, ich bin die Einmann-Rechtsabteilung des Vereins, aber ich bin auch eben der Referent für die politischen Themen und damit zuständig für solche Projekte wie die Digitalomaten. Was ist der Digitalomat? Hier rechts ein Screenshot. Der Digitalomat ist eine Art Wahlomat für digitale Themen. Er wird gemacht, wie eben schon gesagt wurde, von der Koalition Freies Wissen. Das ist auch bereits die zweite Ausgabe des Digitalomaten. Wir hatten die erste Pilotvariante zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen dieses Jahr und zur Bundestagswahl. Der Bundesdigitalomat ist die zweite Ausgabe. Die Koalition Freies Wissen ist ein loser Zusammenschluss, also ist jetzt kein Verein oder Verband oder irgendetwas mit formeller Rechtsperson, sondern ist einfach die Gruppe, die dort unten in der Fußzeile von dem Screenshot auch zu sehen ist, also das Bündnis Freie Bildung, was wiederum selber eine kombinierte Gruppe von NGOs ist, die sich um freie Bildungsmaterialien kümmern. Dann der CCC, die Digitale Gesellschaft, die Freifunker, die Free Software Foundation Europe, die Open Knowledge Foundation Deutschland wohlgemerkt und Wikimedia Deutschland. Netzpolitik.org ist auch so ein bisschen dabei, aber nicht als inhaltlicher Partner, weil journalistisches Medium, sondern als Medienpartner und damit taucht Netzpolitik da auch nicht in dieser Form auf. Was soll das Ganze sein? Das Ganze soll ein interaktives Tool für Wählerinnen und Wähler sein, um digitalpolitische Themen besser verstehen zu können, was die Parteien wollen. Letztlich natürlich inspiriert vom Wahlomaten der Bundeszentrale für politische Bildung und steht damit in einer Reihe von diversen Tools, die es inzwischen gibt. Gerade dieses Jahr habe ich das Gefühl, oder bei dieser Bundestagswahl ist es nochmal viel, viel mehr geworden, was es an Hilfsmitteln gibt. Es gibt Dinge, um die Wahlprogramme durchzugehen, also um für Journalisten, aber auch für Wählerinnen und Wähler, um jetzt genau den Wortlaut aus den Wahlprogrammen zu ziehen. Es gibt Wahlomaten zu diversen Themen und aus unserer Sicht waren aber die Digitalthemen im Wahlomaten der Bundeszentrale für politische Bildung etwas zu kurz gekommen oder zu undetailliert und in den anderen Wahlomaten ohnehin, wahrscheinlich, wenn dann überhaupt, sehr tendenziös behandelt und darum haben wir uns entschieden, ein eigenes Tool zu machen. Also, warum machen wir das Ganze? Wie gesagt, wir wollen die Themen auf die Agenda bringen, wir wollen die Parteien aber auch antreiben, die Digitalisierung aktiv zu gestalten. Das ist natürlich nur der Fall, wenn sie irgendetwas zu gewinnen oder zu verlieren haben und damit auch eine Öffentlichkeit da ist. Wir wollen tatsächlich die Wählerinnen und Wähler informieren über das, was die Parteien wollen und zwar nicht auf dem undetaillierten Niveau, wie das häufig in den Wahlprogrammen der Fall ist oder bei den Reden und Panels, die man so sieht, sondern tatsächlich auf einem detaillierten Niveau. Es soll weniger ein Propaganda-Werkzeug sein. Es ist also nicht so gedacht, dass wir jetzt sagen, wir müssen unsere Agenda, die diese gemeinsame Koalition Freies Wissen hat, jetzt um jeden Preis da irgendwie pushen und uns dafür ein neues Tool ausdenken, sondern es ist tatsächlich
der Anspruch dahinter, dass wir eine Information bieten, die relativ neutral ist. Und ja, wir hatten, muss ich sagen, eine relativ hohe Resonanz für unser Pilotprojekt in NRW. Das ist ja, wie gesagt, eine Landtagswahl, also jetzt nicht ganz auf der Dimension der Bundestagswahl, aber hatten trotzdem über 20.000 Durchläufe. Das heißt, über 20.000 Mal ist der NRW-Digitalomat vollständig durchgeklickt worden, bis zum Ergebnis, wo man dann vergleichen kann, welche Partei den eigenen Positionen am nächsten kommt. Auf der rechten Seite auch nochmal ein Screenshot, der das Ganze erklärt bei unserer Hintergrundseite im Tool. Kann man sich also da auch nochmal durchlesen. Da steht dann auch, wie die Methode abgelaufen ist, also wie wir die Inhalte gesammelt haben, wie die Parteienauswahl zustande gekommen ist und so weiter. Ja, andere machen es sich ein bisschen einfacher. Hier die BVG. Das ist natürlich nicht ganz so ernst gemeint, aber wenn man das ernsthaft betreiben will, dann ist es ein längerer Prozess. Das ist hier mal eine Timeline, die wir heute mal zusammengestellt haben. Das ist allerdings jetzt wirklich schon das zweite Tool. Also das erste Tool für NRW ist da nicht mit dabei. Wir haben also im Juni bereits angefangen, die interne Kommunikation und die Aufteilung der Aufgaben und Themen zu besprechen. Es gibt natürlich mehr Themen in der Regel, als man in so einem Tool abdecken kann. Darum muss man eine Auswahl treffen. Das hat sich dann relativ lang hingezogen, weil dann eben auch Abwesenheiten, Urlaub und so weiter sind. Dann wurde das Ganze an die Parteien verschickt. Das heißt, wir haben es erst versucht und das hat sich dann als untauglich herausgestellt. Man kann also nicht alleine anhand der Parteiprogramme diese Fragen beantworten, die wir hatten, sondern haben die dann verschicken müssen an die Parteien. Und dann kommt die lange Phase der Nerverei und der Deadlines und immer wieder Bescheid sagen und immer wieder anrufen und immer wieder fragen, ob nicht vielleicht doch jemand anders in der Partei das Ganze doch noch beantworten kann. Da hat sich herausgestellt, dass gerade die großen Parteien, also die sogenannten Volksparteien, besonders lange brauchen, um sowas zu beantworten. Das mag an der Bürokratie liegen oder daran, dass dort noch das Papier regiert. Jedenfalls ist das immer sehr, sehr nervig. Dann im August waren dann endlich einigermaßen die Antworten da von fast allen. Dann muss das Ganze noch in das System rein und so formuliert werden, dass es überhaupt aufs System passt. Und dann kurze Tests und dann haben wir es veröffentlicht jetzt Ende August. Dann gab es nochmal eine Riesenwelle Feedback, wie das immer so ist, wenn man dann live ist. Und dann haben wir die jetzt heute nochmal in einem Community Update eingespielt. Ganz einfach ist es eben nicht, also nochmal schon mal angedeutet eben in der Timeline. Die inhaltliche Abstimmung über so viele verschiedene Organisationen hinweg ist alles andere als trivial. Viele derer, die da mitgemacht haben in dieser Gruppe der Koalitionsfreies Wissen, machen das eben auch in der Freizeit oder machen das jedenfalls ehrenamtlich und haben entsprechend nicht die zeitlichen Ressourcen, sich da vollständig reinzuhängen und können eben auch von der Mitarbeit her immer nur sagen, ja, ich versuch's und das ist natürlich das ist auch ein Hinderungsfaktor, aber lässt sich alles managen. Die Parteien antworten eben teils sehr, sehr langsam oder im Falle jetzt der Bundes-AfD bei dieser Ausgabe auch mal gar nicht. Also dann am Ende nach der letzten Deadline überhaupt nicht. Und was besonders blöde ist, ist, wenn dann später, wenn sie geantwortet haben und das Ganze dann schon online hat, dann nochmal gesagt wird, nein, aber so hatten wir das ja nicht gemeint, weil wahrscheinlich irgendjemand im Parteivolk den Digitalomaten dann benutzt hat und gesagt hat, oh, das gefällt mir aber nicht, was da rauskommt. Und dann heißt es, ihr müsst das ändern. Und dann können wir natürlich im Nachhinein nicht mehr ändern, weil dann müssten wir allen die Möglichkeit geben, ihre Antwort nochmal zu ändern und dann wäre das Tool nie fertig. Das heißt, das ist natürlich so nicht machbar. Aber es lohnt sich aus meiner Sicht. Wir haben die Expertise der verschiedenen Akteure an Bord, also Akteure meine ich jetzt in der Koalition Freies Wissen. Das heißt, dieser Aufwand der Abstimmung, der lohnt sich. Wir haben dadurch eine höhere Reichweite, eine kombinierte Reputation auch der verschiedenen Communities, aber auch der Organisationen. Wir sind natürlich auch in einer Schublade automatisch drin, das ist die Kehrseite von der ganzen Sache. Das heißt, manche denken halt uns als gemeinsame Blase zusammen. Die Arbeitsteilung kann entlasten, sie kann auch schwierig sein, aber in diesem Falle, finde ich, haben wir uns das gut aufgeteilt. Das heißt, man kann so ein Tool dann überhaupt erst besser realisieren gemeinsam. Und natürlich vermeidet man auch, sich gegenseitig zu kannibalisieren mit ähnlichen Tools und tut sich dann zusammen und hat diesen Faktor dann nicht. Moment, gehen wir mal zurück.
Und da rechts sieht man auf der Netzpolitikkonferenz, ach so, das ist jetzt hier so ein bisschen mit dem Scheinwerfer. Also wir hatten es letzte Woche, wann war es, diese Woche? Letzte Woche. Freitag auf der Netzpolitikkonferenz im Kosmos hatten wir es auch aufgestellt, hatten wir einen Rechner mit Touchscreen und haben darauf hingewiesen. Und dann hat sich tatsächlich teilweise so eine richtige Schlange gebildet. Der junge Mann mit der Kanada-Cap ist der Letzte in der Schlange. Die wollten es alle ausprobieren vor Ort und das zeigt, glaube ich, auch, dass das Ganze ganz attraktiv ist. Jetzt wollte ich kurz mal vorführen, damit alle, die es noch nicht gesehen haben, mal sehen, was da für Themen drin sind. Genau, das hier ist die Startseite. Hier oben kann man den Hintergrund nachlesen. Das ist also, was ich eben gesagt habe zur Methode und zur Auswahl der Parteien und so weiter. Und dann geht man hier zum eigentlichen Tool und dann sieht man hier schon die Themen. Also wir haben ein ganz breites Spektrum von freiem Wissen in der Bildung, also Open Educational Resources. Staatliches Hacking, Legal Hacking, ist es ein legitimes Mittel oder nicht? Vorhersagen der Polizeiarbeit, ist es legitim, wenn Daten entsprechend in einer bestimmten Weise ausgewertet werden, ohne dass ein Anfangsverdacht besteht? Überwachung des öffentlichen Raums, da geht es um Gesichtserkennung, öffentlich finanzierte Softwareentwicklung und IT-Lösungen in der öffentlichen Verwaltung, das sind beides Fragen rund um Free Software. Dann Recht auf Netzzugang, das war die Frage, die kam von den Freifunkern. Also die Frage, soll der Zugang zum Internet und in welcher Form soll der Zugang zum Internet ein Recht für alle sein? Digitales Ehrenamt, Frage der Förderung des digitalen Ehrenamts, also soll das digitale Ehrenamt auf demselben Level angesehen oder angesiedelt sein, auch steuerrechtlich wie anderes Ehrenamt? Informationsfreiheitsgesetz, Frage, wie weit sollen wir gehen in der Verpflichtung des Staates, Dinge zu veröffentlichen, nur auf Anfrage oder proaktiv. Transparenzregister, die Frage, soll das Transparenzregister offengelegt sein oder nur nur bestimmten Berechtigten zugänglich sein. Uploadfilter, die unsägliche Idee auf EU-Ebene, sollen wir uns Uploadfilter einhandeln, um das Urheberrecht besser durchzusetzen. Und Daten als Ware, ganz zum Schluss die Frage, da geht es um die Frage, soll es ein Dateneigentum, also ein tatsächlich zivilrechtliches Eigentumsrecht an Daten geben, soll das eingeführt werden oder nicht? Das ist das Fragenspektrum und dann kann man eben hier rechts ganz einfach immer klicken, ob man zustimmt oder nicht. Dann gibt es so ein Kreuzchen, ist so ein bisschen wie auf dem Wahlzettel. Man muss auch gar nicht alle Fragen beantworten, man kann also auch hier runtergehen und Übereinstimmung berechnen, wenn man nur zwei Fragen oder nur eine beantwortet hat. Je mehr man beantwortet von den Fragen, desto genauer wird dann der Prozentsatz natürlich am Ende, weil desto mehr kann das System abgleichen, die eigenen Positionen mit denen der Parteien. Genau, das ist eigentlich auch schon das Tool. Und jetzt, wenn jemand Fragen hat, dann bitte fragen. Da ist schon eine, vielen Dank. Ja, hallo. Ich habe jetzt auch, du hast es ja angesprochen, ganz viele Tools irgendwie ausprobiert, diese Bundestagswahl. Und man stellt fest, dass einer der häufig formulierten Kritiken am Wahl-O-Maten ist, dass man da nur die Möglichkeit hat, 8 Parteien miteinander zu vergleichen. Das versuchen viele besser zu machen. Ihr versucht das Gegenteil. Ihr versucht irgendwie überhaupt nur 6 Parteien anzubieten. So ist der Wahl-O-Mat auch mal gestartet. Dann hat die ÖDP dagegen geklagt und da wurde dann sozusagen verfügt, dass die weiteren Parteien, also alle Parteien, die mitmachen wollen, auch mitmachen dürfen. Warum habt ihr euch da beschränkt auf die etablierten Parteien plus eine Nazi-Partei? Ist es an? Ah, ja. Ja, also das ist uns auch bewusst. Es wäre uns auch lieber, ehrlich gesagt, wenn wir alle Parteien, die antreten, hätten auswerten können, aber das wäre schon auf Basis der Wahlprogramme schwierig geworden, ressourcenmäßig. Und mit dem Anfragemodus, dass wir die tatsächlich alle anfragen und ihnen hinterherlaufen müssen, war das vollkommen ausgeschlossen, alle anzufragen. Und dann muss man eine Auswahl treffen. Also wenn man nicht alle anfragt, dann muss man eine bestimmte Auswahl treffen. Da gibt es eine Variante, die besagt, man fragt alle an, die jetzt im Parlament sind. Das ist ein valider Algorithmus, der mir aber zu kurz gegriffen erscheint, gerade in der jetzigen Situation, wo eigentlich relativ sicher ist, dass eine bestimmte neue Partei in den Bundestag einziehen wird. Und deswegen haben wir uns entschlossen für die Variante, die auch viele andere mit ihren Tools benutzt haben, nämlich zu sagen, alle, die im letzten Jahr kontinuierlich bei allen Umfragen über 5% lagen, beziehen wir mit ein. Und das heißt, deswegen sind zum Beispiel die Piraten nicht dabei. Die waren auch
Also im NRW-Tool haben wir sie noch mit reingenommen, weil sie aktuell noch im Landtag waren zu der Zeit. Das war so ein bisschen ein Kompromiss. Eigentlich nicht ganz methodisch korrekt. Aber jetzt bei der Bundestagswahl haben wir einfach, waren die Piraten aus dem Grund zum Beispiel nicht dabei. Die ÖDP hat sich auch bei uns gemeldet übrigens. Also die haben sich dann aktiv an uns gewandt. Die sind also da sehr hinterher anscheinend. Und wir haben denen eben auch sagen müssen, dass, ja, das ist richtig, aber wir haben leider aus Ressourcengründen mussten wir eine Auswahl treffen. Und dann muss die Auswahl aber auch einem objektiven Standard folgen. Und das waren eben diese 5% in den Umfragen im letzten Jahr. Das führt zu dieser 6er-Auswahl und jetzt, weil die eine nicht geantwortet hat, zur 5er-Auswahl. Aber das ist leider ein Kompromiss, der so nicht anders ging. Ich trage immerhin hier die AfD-Farben heute. Also wer, das ist. Gibt es noch andere Fragen? Wenn eine Partei ganz offensichtlich die Frage nicht verstanden hat, habt ihr dann da nochmal irgendwie nachgehakt? Weil, also ich habe hier von der SPD zu der Frage der Upload-Filter die Begründung, die haben über was völlig anderes geredet, aber nicht über Upload-Filter. Naja, wir haben also im Rahmen des Möglichen nochmal nachgefragt, wenn das tatsächlich eine unmittelbare Kommunikation gab. Aber die Sachen, die sie uns geschickt haben, haben wir dann am Ende so nehmen müssen, wie sie kamen. Denn wir können dann auch nicht bei Einzelnen mehr hinterher sein als bei anderen, dann ist es wieder ungleich. Also es ist auch ganz interessant, deswegen sich, wenn man diesen Vergleich durchgeführt hat und sieht man diese Balken, ist es trotzdem ganz interessant, mal zu gucken in diese einzelnen Aussagen, die dann unten noch drunter stehen. Also alle Aussagen der Parteien sind dann nochmal in der Tabelle. Denn manche haben sich einfach rausgemogelt, indem sie neutral gewählt haben, also als Antwortoption neutral. Aber wenn man die Antwort liest, dann sieht man doch eine gewisse Tendenz da drin. Das heißt, wir haben dann diese Antwortoption genommen, wie sie uns gegeben wurde. Also wenn die sagen, wir sind neutral zu dieser Sache. Aber also wir haben das nicht denen gesagt, nee, ihr seid ja gar nicht neutral, das sieht man ja in einem Text. Aber umso interessanter ist dann eben einen Text zu gucken, denn zum Beispiel bei der FDP, die hat also sehr, sehr oft da sich neutral irgendwie gegeben, aber ist dann doch nicht ganz neutral. Das heißt nicht, dass sie da irgendwie mogeln wollten, aber es ist so ein bisschen so drumherum geschifft. Haben aber auch andere gemacht. Insofern schaut ruhig, wenn ihr Zeit habt, da mal rein. Das ist so zum Ausklappen, ist auch nicht sehr viel Text. Also ist gut zu bewältigen, glaube ich. So, danke für den Vortrag. Ich habe euer Pilotprojekt auch selber mal getestet über NRW. Fand ich auch sehr spannend und sehr klar auch. Also kriegt man schon viel Aufschluss. Meine Frage jetzt an dich, gerade für, wenn wir anderen Leuten das empfehlen wollen, Digitalomat, die Leute dann sagen, ja gut, aber wenn ich jetzt hier sozusagen meine Meinung im Netz kundtue und ich weiß, dass meine Browserspuren nachvollzogen werden können, sozusagen meine politische Meinung richtig klar offengelegt wird, nicht nur durch Algorithmen und Zusammensuchen von Metadaten, Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mensch, den die Partei wählt. Was würdet ihr empfehlen, dann mit dem Tor-Browser das zu machen, um ein Stück weit anonymer das gestalten zu können? Weil es geht ja da wirklich schon um eine direkte politische Meinung. Ne? Also wenn das jemand verfolgen möchte, dann sieht er schon, wie jemand so ein bisschen politisch tickt, sehr klar, ohne jetzt irgendwie die Daten zusammensuchen zu müssen. Was empfehlt ihr da? Also die Empfehlung ist dann eben darauf zu achten, mit was für einer Technik das umgesetzt ist. Wir haben uns eben auch für diese Art Tool entschlossen. Unser Programmierer ist auch da. Ich weiß gar nicht, wo ist er denn? Da hinten ist er. Weil das komplett im Speicher des Rechners abläuft. Das ist also JavaScript. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen problematisch. Wenn man JavaScript abgestellt hat, dann kann man das Tool nicht nutzen. Das ist blöd. Das ist uns auch klar. Aber die Info, was du da angekreuzt hast, verlässt deinen Rechner nicht. Es sei denn, du benutzt unsere Feedback-Funktion und klickst den Haken an und sagst, ich möchte mein Ergebnis mit rüberschicken. Dann ja, aber auch nur dann. Und dann so haben wir versucht, das abzufangen, weil das natürlich eine sehr heikle Information ist. Also ich würde bei solchen Tools dann immer versuchen zu schauen, wie haben die das umgesetzt oder was steht in der Datenschutzerklärung. Da muss es ja drinstehen, ne? Und darauf zu achten einfach. Denn es ist tatsächlich heikel, ja. Ich möchte noch mal darauf zurückkommen, auf die Frage, 6 Parteien, alle Parteien.
Habt ihr, ich habe jetzt nicht reingeguckt oder so, habt ihr vielleicht die Wahlprogramme oder die Digitalsektion, wenn das überhaupt möglich ist, aller Parteien, die an der Bundestagswahl teilnehmen, eventuell verlinkt? Das wäre ja schon, dass ich mir das nicht so zusammensuche. Das wäre dann nochmal eine schöne Unterstützung und vielleicht auch noch in einem Rahmen, den ihr leisten könntet. Das, weil letztlich das, was sie euch erzählt haben, ist eine Sache, aber gewählt und nachher auch an dem gemessen, wenn eine Partei im Parlament ist, ist ja immer das Zusammenspiel von Wahlprogrammen und das, was nachher, also ist das natürlich schon nochmal eine valide Quelle. Das wäre vielleicht noch eine gute Idee, um diese Diskrepanz noch ein bisschen auszugleichen. Ja, das ist ein guter Vorschlag, dass man zumindest, aber also ich meine, auch der Aufwand ist nicht ganz ohne, wenn man sieht, wie viele Parteien es sind. Und dann, das Blöde ist eben auch, digitale Themen sind manchmal verstreut über das Parteiprogramm. Aber das ist vielleicht eine Möglichkeit, noch das Ganze, das Tool noch ein bisschen nutzen oder noch einen Zusatznutzen zu erzeugen. Also werde ich mal mit aufnehmen. Es gibt in dieser Richtung, vielleicht hat es einer oder andere gesehen, diesen Wahlkompass Digitales vom HIK. Die machen genau das. Die haben also die Wahlprogramme die haben sie getaggt und man kann die dann nach verschiedenen Tags durchgehen. Aber ich glaube, auch die haben nicht alle Parteien genommen. Das heißt, vielleicht machen wir das beim nächsten Mal dann, dass wir dann alle verlinken zumindest. Wir stehen leider ein bisschen unter Zeitdruck, also falls es noch Fragen gibt, dann wäre es optimal, wenn ihr euch die merken würdet und vielleicht nach den ganzen Vorträgen, wenn John das okay findet, ihn fragen. Klar. Vielen Dank für den Vortrag.